Im berühmtesten Park der Stadt, dem Hyde Park, ist ein Spaziergang früh am Morgen ein besonderes Vergnügen. Die Hektik und den Verkehrslärm der Stadt hört man nur von Ferne. Ursprünglich gehörte der Park zu Westminster Abbey. Heinrich VIII. Machte aus ihm einen Wildpark, bevor er 1635 zum öffentlichen Freizeitgelände für die Londoner wurde. London Eye heißt das größte Riesenrad der Welt und entsprechend groß ist hier der Andrang. Besonders, wenn morgens um 10 Uhr die Pforten öffnen. Die verglasten Gondeln mit 25 Gästen an Bord schweben bis in eine Höhe von 135 Metern. Das Riesenrad steht direkt an der Themse. Die Ausblicke in alle vier Himmelsrichtungen sind atemberaubend und bieten eine gute Orientierungshilfe für spätere Stadterkundungen. Covent Garden im West End. Die Central Hall war früher Gemüse- und Blumenmarkt. Später ein Kneipen- und anrüchiges Vergnügungszentrum. Seit den 70er Jahren wird hier Kleinkunst geboten. Dazu haben sich Boutiquen, Cafés und Restaurants angesiedelt. Montags findet ein Flohmarkt statt. Am Wochenenden werden Antiquitäten verkauft. Hier können Sie Live-Musik hören, herumstöbern und zwischendurch sogar Spanisch essen. Über die Millennium Bridge geht es zum nächsten Höhepunkt, der Tate Gallery of Modern Art. Auch hier ist der Eintritt, wie in den meisten Museen der Stadt, kostenlos. Gezeigt werden Bilder fast aller großen Maler aus dem 20. Jahrhundert. Abstrakte Werke und Installationen sind genauso ausgestellt wie Bilder des Impressionismus, Expressionismus und weiterer Stilrichtungen bis hin zu Werken deutscher Gegenwartskünstler von Joseph Beuys bis Gerhard Richter. Momentan besonders angesagt der Stadtteil Camden Town. Früher grau und trist, heute schrill, bunt, alternativ und multikulturell. Ein eigener, kleiner und einzigartiger Kosmos. Rund um die Schleuse am Regent's Kanal zeigt sich London von seiner vielleicht fröhlichsten und verrücktesten Seite. Die Abendstimmung am Piccadilly Circus zieht auch ausländische Besucher magisch an. Allgegenwärtig das dichte Gedränge der typischen roten Busse, die das Straßenbild bestimmen. Nebenan liegt Chinatown, das beste Pflaster, wenn man der englischen Küche entfliehen und preiswert, lecker und exotisch zu Abend essen möchte.